Moin meine lieben Schinken und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Incredible Adventures of Van Helsing. Ich bin der Tico775 und ich zocke hier gemeinsam mit euch auf dem Gaming Channel Flolf. Ja, wir sind momentan immer noch im gehechzenden Wald und haben vor, hier in die Werwolfshöhle zu gehen. Ich glaube, da sind wir in der letzten Folge schon hingegangen. Hat sich aber nicht gespeichert, weil ich das Spiel da ausgemacht hatte. Und jetzt stehen wir quasi genau davor, also ist ja auch nicht so schlimm. Ja, wir sind momentan Stufe 6 immer noch, haben immer noch das gleiche Equipment, also da hatte sich eigentlich nichts getan. Ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal in die Höhle rein und gucken uns mal an, was da so ist. So, jetzt nochmal kurz den Ladebildschirm hier abwarten. Und da hat es auch schon geladen, sehr gut. Ja. Da können wir hier die ganzen erstmal die ganzen Bestien hier angreifen und gucken, was so dabei rauskommt. Hier noch Item einsammeln, die auch noch mitnehmen. Ja, das sieht ja bislang ganz okay aus. Also, ja, ich glaube, wie ich in der letzten Folge auch schon gesagt hatte, ich finde es deutlich leichter mit den Taumaturgen bis jetzt zu zocken. Ja, weil ich einfach nicht so oft und schnell sterbe. Was bei meiner Jägerklasse auf jeden Fall der Fall war. Und ja, ich weiß jetzt einfach nicht, ob es daran liegt, ob es wirklich eine bessere Klasse ist oder ob sich das Spielverhalten inzwischen schon ein bisschen geändert hat, sodass man das Spiel allgemein ein bisschen leichter wahrnimmt jetzt. Ja, das sind hier, erscheinen vielleicht jetzt noch als ziemlich viele Gegner, aber das werden später sehr viel mehr noch werden, in viel größeren Haufen, sage ich mal. Und ja, da geht es dann später auch richtig los. Und ja, da sehen wir auch schon irgendwo dazwischen den Anführer dieser ganzen Vehikulax, auch komischer Name, echt, der Grumsch. Ja, und da hat er uns direkt mit einem Hit down bekommen. Erstaunlich, hätte ich nicht gedacht, dass er so stark ist. Ja, das Blöde ist bei ihm tatsächlich, dass er, wie wir es eben gesehen haben, die ganzen Gegner wieder nachspawnen lassen kann. So, jetzt mal eben Zeitlupe, damit wir auch ein bisschen Zeit haben, ihn hier ein bisschen Damage zu machen. Und schnell weg hier. So, jetzt nochmal Q für Heiltrank einmal benutzt und ja, schnell weg auf jeden Fall. Ja, noch ein paar Eispfeile. So, versuchen. Oh, das gibt's nicht. Das ist, der hat so einen extremen Schaden. Das ist echt unnormal. Also das sieht man leider auch bei verschiedenen Bossen hier im Spiel öfters mal, dass die einen plötzlich irgendwie mit einem Hit umhauen können komplett. Und man selber steht dann da und denkt sich, what the fuck? Ja, aber jetzt haben wir ihn anscheinend besiegt. Und jetzt bin ich mal kurz still, damit wir uns die Sequenz hier angucken können. Ja, da sehen wir gerade so Schädel. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, diese Schädel zu zerstören. Ja, wobei ich immer noch nicht ganz verstehe, was hier jetzt eigentlich passiert ist. Denn wir sind ja hier in die Werwolfshöhle gegangen und alles schien ganz normal zu sein. Und ja, jetzt hat sich das alles verändert. Also es gibt ja den Tintensprung oder sowas in der Art, also quasi Portale, die man beschreiten kann, und dann kommt man auch immer an Welten, die genauso aussehen wie diese hier. Was ich jetzt aber nicht verstehe, ist, warum wir jetzt in dieser Welt sind. Ja, normalerweise springt man da immer durch das Tintentor. Oh oh, jetzt wird's gefährlich, schnell weg hier. Haben wir es noch zerstört? Nein, haben wir natürlich nicht mehr ganz geschafft. Also hier noch Zeitlupe und ein paar Eispfeile dazu. Und dann ist die Gefahr fast schon beseitigt, aber leider nur fast. So, hier hat es jetzt noch minimal Leben gehabt und solange diese Schädel hier leben, kommen auch immer wieder neue Gegner nach. Das ist nicht so schön, deswegen einfach zerstören. Ja, also, genau, zu der Welt hier nochmal. Tintensprungwelt eigentlich, deswegen nenne ich das hier jetzt einfach mal die, ja, Tintenwelt. ja,
Also Beschwörungssiegel hier noch das zweite zerstören eben schnell. Ein bisschen aufpassen, dass die uns hier nicht erwischen. Und nochmal Eispfeile. Ja, Zeitlupe möchte ich bei denen jetzt eigentlich ungern benutzen, da die einfach keine Gefahr darstellen. Noch nicht. So. Ja, so weit, so gut. Alles leicht noch. Ja, bei der Erfahrung hat sich leider nicht sehr viel getan. Also die Werwölfe bringen anscheinend nicht besonders viel Erfahrung. Ich hatte mir von dem Boss jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr erhofft gehabt. So. Und ja, schon ein bisschen enttäuschend für mich jetzt. Ja. Aber das Level passiert in The Adventure of Van Helsing allgemein bisschen langsamer, finde ich. Könnte auch an den Gegnern liegen, dass ja, die einfach nicht so viel behängen. Ja, da setzen wir jetzt einfach mal Zeitlupe ein, damit wir möglichst schnell das Siegel hier zerstören können, ohne uns von den ganzen Viechern hier aufhalten lassen zu müssen. Und ja. Also ihr seht schon, es ist bislang recht einfach, muss ich sagen. Ja. Ich verheue mich auch tatsächlich schon mit den Taumaturgen, wenn wir da ein paar Fähigkeiten mehr gelernt haben, weil bis jetzt haben wir hier wirklich nur Energieblitz, Eissplitter und das komische Ding hier, was ich aber immer noch nicht weiß, wie man das einsetzt. Ganz komisch, also irgendwie kann ich damit einfach niemanden kontrollieren. Irgendwas mache ich da falsch. Falls ihr das wisst, und es kann gut sein, dass ihr wisst, wie das funktioniert, schreibt es doch einfach ganz gerne mal in die Kommentare. Also auch allgemein über Kommentare würde ich mich immer sehr freuen. Natürlich auch über Likes und ja, Abonnements. Aber das ist immer noch eure Entscheidung, ob ihr das alles macht oder nicht. Kann auch sein, dass ihr das Video auch einfach nur so anschauen wollt. Deswegen, ja, ich wollte nur gesagt haben, dass ich mich über sowas immer verheue. Insofern, falls ihr gerade ein bisschen Lust und Zeit da habt, einfach mal kurz kommentieren und bewerten. Ja. Denn auch über Tipps zum Spiel zum Beispiel würde ich mich sehr gerne, oder ja, sehr verheuen, würde ich gerne erhalten. So. Insofern, ja. Gut, gehen wir mal jetzt. Also 4 von 5 Stück haben wir schon zerstört. Eins bleibt hier jetzt noch. Moment mal, wie viel von der Map haben wir auch schon fast alles gesehen. Hier in diesem Gebiet. Insofern gehen wir jetzt einfach mal nach oben und beenden schnell die Quest. Vielleicht steigen wir dann auch eine Stufe auf, was dann wahrscheinlicher wäre. Und was auch ganz gut wäre. So. Okay, die waren jetzt einfach so mal by the way erledigt. Sehr gut. Das Schöne ist, der Taumaturge braucht auch tatsächlich momentan nur einen Hit, um so einen Werwolf zu töten. Ja, da tut natürlich die Katarina auch ihr Bestes, um die möglichst anzudamagen, bevor die überhaupt bei uns sind. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön für den Anfang. Also ein leichter Anfang. Ja, ich glaube, ich hätte das Spiel auch tatsächlich eine Stufe vielleicht höher stellen können, sollen. Ja. Aber mal schauen, vielleicht wird es ja doch nochmal ordentlich schwer. Insofern will ich da jetzt mal nicht zu viel sagen. Ja. Hier jetzt nochmal ein Gehumsch. Ich glaube, diesmal ist er dann auch tatsächlich wirklich tot. Oder K.O. Also, ich glaube, das war bei den Gehumsch auch so, dass wir auch selber entscheiden können, ob wir den tatsächlich dann erledigen wollen oder am Leben lassen. Ich würde den tatsächlich am Leben lassen. Gefällt mir einfach besser, weil schließlich haben wir den ja eigentlich angegriffen und er hat uns nichts Böses getan. Aber es kann sein, dass ich mich jetzt irre und irgendeine Quest in dem Spiel vertausche. Kann natürlich sein. Also, gut, über die Hälfte haben wir ihn jetzt schon abgezogen, das ist sehr schön. Der wäre eigentlich auch gar nicht mal so schwer. Gegner, oh, verdammt, wenn hier nicht seine dauerhaften Viecher da wären, die ihnen helfen, die machen ganz schön viel Schaden und lenken ja die Angreifer ab, sodass ich den kaum erwische. Das ist böse. So, oha. Der hat uns jetzt tatsächlich getötet. So gut, dass wir noch eine zweite Chance dahin haben. Wiederbelebung und so. Und da haben wir ihn tatsächlich bekommen, ohne einmal zu sterben. So, jetzt bin ich leise. Instincts. You know how it goes.
tried to save him. He was injured, so we took him in. Saved him? From who? The machine men from the city. They hunt us down to experiment on us. Take this man and go. Ja, da sagte er es auch schon, der Gehumsch. Er wollte eigentlich nichts Böses. Und ich glaube denen einfach mal, dass die den hätten wollten und ihn eigentlich nichts tun wollten. Deswegen... Ups, ich habe mich jetzt... Ich habe jetzt einfach eins gedrückt gehabt. Das habe ich noch nie getan. Wusste auch gar nicht, dass man dadurch was auswählen kann. Ja, das war jetzt aber Antwort 1, nehme ich an. Die gute. Deswegen passiert jetzt beiden nichts. So, na, reden wir mal eben mit dem. Yep, das war jetzt, ich glaube, das war jetzt der Bürgermeister. Naja, das war der Bürgermeister. Ja, schön, dass er unsere Hilfe eigentlich gar nicht gebraucht hat. Da hat der Van Helsing hier schon ein Hecht irgendwie. So, jetzt nochmal eben schnell hier alles, die ganze Höhle auslooten. So, jetzt aus Versehen noch ein paar Diener zu Hilfe geholt. Hätte ich vielleicht am Anfang des Kampfes eher gebraucht als jetzt nach dem Kampf, aber gut. Ja. Irgendwie fällt sowas immer ein zu spät ein. Gut, ich glaube, das wäre hier auch alles. Dann gucken wir mal eben... Warte mal, sind wir Level aufgestiegen? Nee, tatsächlich nicht. Da passiert auch tatsächlich einfach so gut wie gar nichts. Was ich erstaunlich finde. Ja, aber vielleicht hier was Schönes gefunden. Plus 6 Schutz ist schon nicht schlecht, aber minus 5 Zaubergehaft, deswegen lasse ich das mal lieber. Da ich glaube, dass Zaubergehaft mit den Taumaturgen tatsächlich besser ist. So, warte, das ging auf SPT und Zaubergehaft 2. Das finde ich auch ganz gut, deswegen lasse ich das so mal. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Die bekommen wir tatsächlich erst ab Stufe 8. Okay. Dann müssen wir eben erstmal die hier anziehen und... Ach, Tatsache, die sind noch besser mit 2 Schutz plus. So, Stiefel, ja. Mit, beide mit Stufe 8 bekommen wir. Bis dahin sind wahrscheinlich beide schon verkauft. Aber egal. Ist dann ja nicht so schlimm, denn finden wir auf Stufe 8 wahrscheinlich eh noch sehr viel bessere Sachen als jetzt diese Stiefel. Ja, deswegen... Ja, verlassen wir erstmal die Höhle, um neue Gegner zu suchen und Quests zu erledigen. So, ich versuche in der Folge auf jeden Fall noch die zweite Quest zu machen, Jagd den gefährlichen Schneepelz. Das sollten wir auf jeden Fall schaffen. Das ist ja gleich hier in der Nähe. Insofern kann es auch ganz gut sein, dass wir in dieser Folge komplett den ganzen gehechzenden Wald schaffen. Oha, eine Meute wieder mal. So, jetzt kurz, hallo? Wieso ging die Zeit los? Oh, ich bin mit den Fingern auf den falschen Tasten. Deswegen ging Zeitlupe nicht. Ich wundere mich schon so. Jetzt geht sie noch ein paar Eispfeile hier hinterher. Kuh schnell. Und ach, die hat ja gar nicht lange gehalten. Oh, scheiße. So. Was machen wir denn da jetzt? Auf jeden Fall ein paar Eispfeile und schnell weg da. Was? Nein, ich habe mich verklickt. Was? Oh mein Gott. Das gibt's nicht. So, okay, dann... Wiederbelebung in der Stadt. Da bleibt jetzt leider nichts anderes übrig. Aus meinem Bildschirm gekommen, da ich noch mein Zweitbildschirm hier anhab und ja, irgendwie ging das gerade, dass ich plötzlich in den Zweitbildschirm wechseln musste. Das tut mir jetzt sehr leid. Ist jetzt auch blöd, dass wir dadurch gestorben sind. So, dann, aber wenn wir schon mal hier sind, suche ich mal eben schnell den Händler und verkaufe die ganzen Items. Dazu packe ich die aber erstmal bei Katarina, weil... Oh, ihr Backpack ist voll. Gut, dann verkaufen wir erstmal Katarina Sachen hier, rüsten sie neu aus. Vielleicht hat sie da was Schönes, was sie benutzen kann tatsächlich. Insofern, ja. So, 4000 Gold haben wir jetzt. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Kann man sich zwar noch nicht wirklich was mit leisten, aber später kann man sich damit auch nichts leisten, denn... Ja, Gold ist jetzt... Ja, ich finde nicht so wichtig. Zumindest für mich. Das sammelt sich einfach nebenbei an und geht tatsächlich durch die Checkpoints verloren. Ja. Aber kann auch sein, dass ich da einfach bei irgendjemandem noch nicht so das Richtige entdeckt habe, was ich unbedingt haben wollte mit Gold. So, jetzt gehen wir aus Borgovia nochmal raus in den gehechtenen Wald. Diesmal hoffentlich auch ohne zu verklicken. Und ja. Gehen nochmal zu der Quest eben. Ach, hier haben wir auch auf der Minimap
noch unerkundetes Gebiet. Da sind hier keine Feinde. Wiederhole, keine Feinde. Deswegen können wir da einfach mal so heilen. Und auch bei den fahrenden Händler haben wir hier auch eine Quest, die wir übersehen hatten. So, jetzt bin ich mal leise. Ja, zum Ahoma-Lager. Da fahren wir doch schon. Das haben wir auch schon den Weg bis dahin erkundet. Insofern sollten auf dem Weg keine Feinde sein. Deswegen, ja, das kann ich tun. Behänge ich den mal eben by the way kurz dahin. Dann bekommen wir halt eben auch ein bisschen mehr Erfahrung und so weiter und so fort. Ja, deswegen ist, denke ich mal, keine schlechte Sache. So. Ja. Moment mal, M5 hier. Genau, da ist das Ahoma-Lager da unten. Ich glaube, die Maus könnt ihr leider in der Aufnahme dann nicht mehr sehen. Weil ich habe da eben mit der Maus hingezeigt. Ja. Aber kann ja sein, dass ihr sie doch seht. Ich hatte das so in Erinnerung, dass man sie nicht sieht. So. Und da wären wir auch schon. Also war wirklich kein allzu langer Weg hier durch den Wald. Ja, was ist... Ach so. Escort Master. Achso, ja, den habe ich bei meinem richtigen Spielstand, beziehungsweise mit meiner Jägerklasse, tatsächlich nicht geschafft, den dahin zu eskortieren, weil ich erstmal nicht genau wusste, wo das Ahoma-Lager ist und dann ist er mir auf dem Weg dahin kapiert. So, jetzt habe ich es geschafft und gleich eine Errungenschaft dafür bekommen. Sehr schön. Dann spreche ich mir mit ihm. Ja, er kann es kaum glauben, da hätte er auch alleine hingehen können. Oh, hier haben wir jetzt einen Händler. Müssen wir nicht in die Stadt. Sehr schön. Ja. Hätte auch alleine schaffen können. Das wäre, glaube ich, kein großes Ding für ihn gewesen. Aber gut, jetzt haben wir dafür etwas bekommen, was sehr schön ist. Ja, da wir momentan hauptsächlich mit Energieblitz spielen. Also wir haben jetzt, by the way, Fertigkeitspunkt für die Quest hier erhalten. Deswegen können wir hier jetzt nochmal aufleveln. Ja, wir spielen hier mit Energieblitz momentan, was anderes haben wir auch nicht wirklich großartig da, deswegen skille ich einmal ein Level auf den, dann machen wir damit ein bisschen mehr Damage und ja, ab Level 10 können wir den dann sowieso noch eine zweite Fertigkeit zuweisen lassen. Insofern ist es nicht schlecht, wenn wir erstmal auf Energieblitz ein bisschen hier skillen. So, da haben wir den Wunschbehunden, sehe ich auch gerade oben in der Map. Ich glaube, da waren wir schon in der letzten Folge, konnten den aber irgendwie nicht richtig aktivieren, soweit ich das noch weiß. Ich weiß nicht, denke mal, da gehe ich nochmal zum Wunschbehund, wenn ich auf dem Weg dahin bin. Ansonsten nicht, dann auch nicht. So, und hier haben wir auch schon gleich den Schneepelz. Das ist ja die Quest, die wir eben versucht hatten zu machen. Momentan zum Glück alleine da. Deswegen stellt er jetzt zum Glück auch keine große Gefahr dar. So, und da haben wir ihn auch schon direkt erledigt. Ein bisschen Gold und ein paar seltene Gegenstände von ihnen. Was ja am Anfang noch recht gut ist, wenn man Seltenes bekommt. Und da haben wir auch tatsächlich einen besseren Umhang direkt von ihm bekommen. Und einen Nahing mit plus 9 LP, also mehr Leben. 2 SPT, also mehr Schaden und Schutz. Da rüste ich gleich mal aus. Finde ich nicht schlecht. Also das ändere ich mir nicht. Denn das andere ist mir ein bisschen wichtiger als Schutz, momentan zumindest. Und ja, deswegen passt das schon so. Und hier haben wir noch eine Leiche und hier muss ich auch irgendwo in der Nähe das letzte Mal gestorben sein. Ich glaube, bei denen hier war das. Deswegen erledige ich dieses Mal, hoffentlich. Und ja, quasi Rache nehmen und so weiter, ne? Ihr kennt es ja bestimmt. Ganz normal. So. Damit würde ich auch sagen, haben wir in dieser Folge tatsächlich nicht nur neben der Hauptquest jetzt eine weitere Quest geschafft, sondern zwei, den Schneepelz und den Typen da eben zum Ahoma-Lager gebracht. Das ist sehr schön, ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr als erhofft. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, den geheizten Wald hier zu durchsuchen. Ja, und hatten hier auch einen Boss nebenbei gehabt, so, der hat auch nochmal schönes da gelassen, hier nochmal bessere Handschuhe. Und nochmal bessere Handschuhe. Oh, sehr schön. Warte mal, die seltenen sind schlechter als die magischen. Okay, das ist auch... Das ist creepy. Ja, aber das ist hier in Van Helsing tatsächlich... passiert öfters, dass die magischen Sachen besser sind als die seltenen.
oder auch die Legendaries. Das finde ich ein bisschen schlecht ausbalanciert hier von den... Oh, Fußstapfen. Ja, finde ich schon ganz beeindruckend hier, die Fußstapfen. Und wie sie meint, die Hiesen kommen hier ab und zu mal in den Wald. Das Ding ist, ich habe noch selber keine Hiesen in dem Spiel gesehen. Es kann sein, dass wir gemeinsam auf diesem Spielstand noch eine Hiesen sehen. Falls ihr da auch ein bisschen mehr Bescheid wisst, falls ihr wisst, ob es den wirklich gibt, einfach mal in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen, das mal zu wissen. Dann würde ich nämlich auch auf der Hiesenjagd mit euch gehen. Das wäre auch kein Problem. So haben wir hier jetzt noch ein Busch was. Ja, was ich zuletzt sagen wollte vor den Hiesenfußstapfen. Es ist ein bisschen in dem Spiel schlecht ausbalanciert mit den Gegenständen, die man findet. Also es können tatsächlich magische Gegenstände schon sehr gut besser sein als Legendaries, die man vielleicht auch gleichzeitig gefunden hat. Also das finde ich ein bisschen echt merkwürdig gemacht hier. So, dann nochmal eben Zeitlupe, denn ganz schön viele Gegner da. Gut, also die meisten haben mich jetzt zum Glück erledigen können und die Katarina tut da auch ihr Bestes, um sie ein bisschen von uns fernzuhalten. Schafft sie auch tatsächlich ganz gut. So, das ist sehr schön. Das waren viele Gegner, die wir auch ganz schnell alle fertig gemacht haben hier. Ah gut, nicht ganz alle. Aber die wenigen sind hier auch kein Problem mehr. So. Okay, die ganzen Leichen können wir hier nicht plündern. Da oben lagen auch noch welche, die können wir tatsächlich plündern und das tun wir auch. Vielleicht bekommen wir was Schönes daraus. Ja, voll der Leichenplünder hier. Ja, das gibt's nicht. Aber gut. Was soll man machen, ne? Irgendwie muss man ja an seinen Loot kommen. Was haben wir hier? Kehrt zum Homer-Lager zurück. Wieso? Ach so, der Schneepelz, deswegen. Ach, da können wir die Quest abholen. Ja, das mache ich dann gleich auch nochmal eben schnell. Und ich denke mal, das wäre dann auch erstmal für die erste, für diese Folge hier. Aber erstmal dahin laufen, so. Und ich würde dann auch auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal ganz schnell hier das kleine Stückchen vom gehechtenen Wald schnell erforschen. Und dann nach Borgovia gehen und die Bürgermeisterquest abschließen. Also die Hauptquest. Und dann noch gleich die nächste starten, so. Dann könnt ihr euch nämlich auch wahrscheinlich schon in der nächsten Folge auf neues Gebiet hier verheuen. Und dann, ja, Gaspar, der Roma behält. So. Ja, das ist sehr schön. Jetzt ist der Fluch nicht mehr da. Und müssen wir jetzt noch mit jemandem... Och, jetzt müssen wir mit den Alchemisten sprechen. Ja gut, dann haben wir die Quest doch noch nicht ganz abgeschlossen. Also beide sehr gut weitergemacht in der Folge. Beide leider nicht abgeschlossen. Aber wir sind fast ein Level up. Insofern, ja, ein paar kleinere Fortschritte haben wir hier jetzt schon gemacht. Und da die Zeit jetzt knapp wird, würde ich auch sagen, wäre es das für diese Folge. Und damit würde ich sagen, also, ja, auch sagen, bis zur nächsten Folge. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich immer über ein Like und ein Comment freuen. Ansonsten könnt ihr auch ein Abo dalassen. Das wäre natürlich für uns auch sehr gut. Für unseren Channel, den Flolf-Channel hier. Für allerlei Schinken. So, und damit sage ich F6. Bis zur nächsten Folge.